Hi Leute, wir schauen uns mal die Demo von Ixion an. Axion, also ich weiß nicht, wie es gesprochen wird. Soll irgendwann in Early Access erscheinen, ist jetzt halt Demo gerade da auf Steam. Ist so ein bisschen Strategieaufbau, aber auch Survival-Elemente. Wir haben da so eine Station, die wir aufbauen und die gleichzeitig aber auch am Reisen ist. Die wir eben sozusagen immer dabei haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da schauen wir uns einfach mal an, was uns erwartet. Es gibt noch nicht viel zu sagen hier. F11 für den Fehlerbericht senden, das ist schon mal ganz gut. Feedbacks, Einstellungen, ja, Sprache ist hier auf Deutsch. Lassen wir, gucken wir mal, wie weit das geht. Steuerung, müssen wir mal gucken, habe ich noch nichts geändert. Ja, Monitor ist jetzt bei mir, hat er schon erkannt alles. 21 zu 9. Quali ist alles oben. Mehr geht nicht gerade hier irgendwie auf jeden Fall. Audio habe ich ein bisschen runtergeschraubt. Und das war's auch. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal einfach ein neues Spiel an, oder? Ich blende mich aus. Schauen wir mal. Viel Spaß. Wie gut das Tutorial ist. Zum Fortfahren beliebige Taste. Scheint, als wenn das Intro wieder eine eigene Lautstärke hat. Das hatten wir ja bei Dings auch. Osiris. Ist wieder sehr laut jetzt. Launch Control, we are taking clearance for shuttle launch. Startfreigabe. Stanford Protocol. Clear procedures, check. Shuttle EMV Charon is now docked. Sector 1 empowered and pressurized. Munchie decontamination protocol online. Disembarkation authorized. Message to crew members.
Welcome on board the Tycoon, property of Dolus Aerospace Engineering Corporation. You will soon be given your assignments, but until then, please continue to wait near the docking bay. We hope you have a productive voyage, and would like to thank you for your contribution towards humanity's future. Administrator, I am Eden, the personal assistant installed on board the Tycoon. In accordance with the Munchie Protocol, I have been designed to take into consideration your complete psychological profile so that I may more accurately respond to any needs you may have. My primary purpose is to ensure the Tycoon's automated systems function efficiently. I will keep track of the tasks that are necessary for you to fulfill your prerogative of reaching Proxima Centauri and carrying out field research, mining operations, manufacturing protocols, and Dolus colonization tests. Ja, Leute, ich habe jetzt bewusst nicht dazwischen gesprochen, weil es einfach zu laut war. Obwohl ich die Volume schon runtergedreht hatte, aber scheint das Intro hier alles irgendwie... scheint das Intro halt doch seine eigene Soundlautstärke zu haben. Ich will nochmal gleich ins... okay, wir sind auf der Station Tycoon. Das ist, glaube ich, um die geht es auch. Um die Tycoon Station. Da sind wir jetzt angedockt mit unserem Shuttle von der Erde. Und Eden ist dann irgendwie hier die KI wahrscheinlich auf der Station, die alles überwacht. Und das ist jetzt scheinbar gerade unsere Bauplattform. Werden wir mal sehen. Wir gehen dann nochmal ins Hauptmenü, wenn das gleich zu laut ist. Also bitte entschuldigt, wenn ich nicht dazwischen quetsche. Also bis gleich. Administrator. I wanted to introduce you to your first tasks personally. I'm Dolos' cryonics lead, Marduk council member Giovanni Battista. So, let's see. Your first objective will be to begin setting up essential infrastructure aboard the Tycoon, meeting the environmental conditions that are required to support your crew. Having laid these foundations, you will then oversee the installation of the Vol engine and perform a short test jump to Proxima Centauri. Upon arrival, your research teams will carry out a brief survey of local space, gather a few rock and coal dust samples, fire up the colonization protocol, begin building the foundations for mankind's future, yada, yada, yada. And then you'll come back. Now, in order to achieve this, you'll need to familiarize yourself with the Tycoon's core functions. It's no big deal. There's the production, stockpiling and distribution of resources, construction, balancing of power output with allocation. Oh, and space exploration, you know, setting out expeditions and all that. Basically, everything needed to establish scientific advancement and harmonious autonomy on board the Tycoon following the first test of its Vol engine. Eden's gonna display and keep track of your main objectives. Oh, and Administrator, don't let the position go to your head. Vanir has insisted to center Dolos' focus on the Tycoon, but this mission is just in preparation for our next project, the Protagoras. The Marduk Council worked damn hard to pull this mission together ahead of schedule. So, toe the line, do as you're told, and bring the Tycoon back in one piece. Leave the grand gestures and saving of mankind from ecosystemic destruction to us, okay? One last word of advice. We don't all think like Vanir Dolos. As of yet, no human law has been officially established amongst the stars. That sounds like an opportunity knocking to me. Okay. Wir sollen uns jetzt mit der Station vertraut machen, er hilft uns dabei und so weiter und so fort. Na? Jetzt werden wir noch mal gucken, ob wir in die Options kommen hier. Audio. Da müssen wir noch mal ein bisschen runter hier. Das FX können wir erstmal lassen, nur dass wir die Stimmlautstärke mal runter haben. So, Leute, testen wir das mal aus. Okay, Tutorial-Ansichten.
Xeon bietet drei verschiedene Spielansichten. Die Innenansicht, da sind wir gerade. Die Außenansicht, okay. Und die Planetensystemkarte, die sogenannte Star Map. Über die Navigationsleiste in den unteren rechten Ecke kann die Ansicht gewechselt werden. Okay, gucken wir gleich. Diese Ansicht zeigt das Innere der Station, wo sich das meiste abspielt mit F1, F2. Diese Ansicht dient Titans struktureller Verbesserung und einer tollen Aussicht. Okay, das ist F2. Und F3, in dieser Ansicht kannst du dich mit der Titan Station und deinen verschiedenen Erkundungsschiffen durch das Sonnensystem bewegen. Sehr cool, das sind die Ansichten. Testen wir gleich mal aus, ja? F2, wow, kann man sie irgendwie drehen? Können wir, krass. Nettes, nett, nett. Kleine Leckerli, okay, das ist unsere Tycoon Station. Unten haben wir wieder Baummenüs etc. Müssen wir jetzt mal reinkommen. Und die Star Map. Okay, wir befinden uns hier bei der Erde. Logischerweise. Der Mond. Kann ich mich hier bewegen? Wir können uns hier bewegen. Kann man das neigen? Nein. Flotte, was es hier nicht alles gibt. Bin gespannt. Titan. Wähle ein stellbares Objekt oder eine Position als Zielort. Ne, wir warten erstmal. Wir gucken erstmal, was passiert. Gut. Das ist hier die Ansicht, ne? Die drei Ansichten könnte man ausblenden. Das haben wir eben mit Shortcuts gemacht. Gut, weiter. Die Kamerasteuerung. Schwenken, hinein und raus zoomen und drehen. Schauen wir uns das mal an hier. Außen das gleiche. Das ist drehen. Oh, das ist zoomen. Okay, alles klar. Boah, geht ja echt nah ran hier, ey. Schwenken, wie geht schwenken? Nochmal, Leute. Beide Maustasten? Nein. Schwenken wäre nochmal ganz cool. Kamerasteuerung. Hinein und rauszoomen, Kamera drehen. Mittlere Maustaste. Es gibt keinen Winkelschwenk, okay. Es gibt nur dieses Schwenken hier. Und drehen können wir nochmal mit der Maus. Doch mit Tasten. Ich teste es gerade mal aus, Leute. Okay, da sind wir reingekommen. Alles klar. So, Gebäude. Die Übersicht. Gebäude sind in die Kernelemente der Station. Sie erfüllen die Bedürfnisse der Bevölkerung und dienen der Umwandlung, Lagerung und dem Transport von Ressourcen, die für den Unterhalt der Titan Station erforderlich sind. Gebäude müssen gebaut werden. Okay, schon klar. Ressourcenkosten. Der Bau eines Gebäudes erfordert Ressourcen. Alle Gebäude kosten eine variable Menge an Legierungen. Die Legierung ist eine der beiden Ressourcen für den Bau und wird für die Rumpfwartung verwendet. Auch für die Rumpfwartung. Sie wird durch Umwandlung von Eisen in einem Stahlwerk gewonnen. Legierungen, okay. Einige kosten außerdem noch Elektronik. Und Elektronik ist eine seltene und fortschrittliche Ressource, die zum Bau bestimmter Gebäude und der meisten strukturellen Verbesserungen der Station benötigt wird. Sie wird durch die Umwandlung von Silizium in einer Elektronikfabrik gewonnen. Gut, dann haben wir Energieverbrauch. Neu errichtete Gebäude benötigen eine gewisse Menge an Energie, das kennen wir ja. Energie wird von Solarmodulen in der Station geliefert und für die Versorgung aller Gebäude der Titan verwendet. Die verfügbare Energie wird von der Titan-Station bereitgestellt und kann erhöht werden. Und dann haben wir noch unsere Arbeitskräfte. Das erinnert mich jetzt hier an Frostpunk und so. Oder, das ist schon nicht Landwirtschaftssimulator, hier dieses andere Ding. Was auch so auf Strategie war. Die Aktivierung eines Gebäudes erhöht die benötigte Anzahl an Arbeitskräften. Arbeitskräfte sind alle Besatzungsmitglieder der Bevölkerung, die von Dollars AEC als arbeitsfähig eingestuft werden. Dollars AEC ist, glaube ich, hier die Firma, und dem das gehört alles. Eines Sektors. Um die Sicherung der Station zu gewährleisten, werden genug Arbeitskräfte für alle aktiven Gebäude benötigt, okay?
Sektoren. Auch wenn du zu Beginn nur über einen Sektor verfügst, ist die Tycoon Station in 6 verschiedene Sektoren unterteilt. Sektoren sind die bebaubaren Bereiche der Station. Jeder Sektor ist unabhängig und durch einen Schleusentor getrennt. Sie können durch Schwenken der Kamera nach links oder rechts oder durch direktes Klicken auf die entsprechende Minimap der unteren linken Ecke erreicht werden. Jeder Sektor verfügt über einen bebaubaren Reich von 1680 Kacheln. 56x30, okay. Dann haben wir Ressourcenmanagement, Legierungen und Dings, ne? Die obere Leiste zeigt die gelagerten Ressourcen des aktuellen Sektors unterhalb der global verfügbaren Menge an. Bis jetzt bin ich schon mal begeistert von der Übersetzung. Da muss ich aber erstmal gucken, ob das nicht sogar ein deutsches Team ist. Das wäre natürlich was. Weil in Demos und Early Access Kram und so, da war ja, ist eigentlich die Lokalisierung immer eine grauenvolle am Anfang. Ihr habt es ja bei Osiris gesehen. Wer es nicht sieht, Videos einfach mal anschauen hier. So, dann haben wir die Sektorenansicht. Das ist das Ressourcenmanagement. Sektorenansicht. Jeder Sektor verfügt über eine eigene Anzeige mit den für den Sektor spezifischen Infos. Wasser, Verbrauch, Bevölkerung, Status der Arbeitsbedingungen. Das klingt echt nach Frostpunk-Style. Hauptsache, sie haben hier nicht so einen Stress wie bei Frostpunk. Ich mag keinen Stress, ich mag einfach spielen. Sektoren freischalten. Neue Sektoren können freigeschaltet werden, indem man mit der Unmenge an Ressourcen der Zugang erzwungen wird. Neue Sektoren. Na gut, wir haben jetzt erstmal nur ein Minimap. Von der Station, die wir haben. Genau, wir sind in Sektoren. Du kannst jeden Sektor schnell erreichen, indem du ihn auf der Karte direkt anklickst. Und die Batterieladung wird dann innerhalb der Karte angezeigt. Wenn die Batterieleiste eines Sektors voll ist, sind die Batterien in diesem Sektor vollständig geladen. Okay. Verstehe. Gut, versuchen wir mal. Unser Glück, was haben wir hier? Meldungen. Notifications, ist noch nichts da. Errichte ein Basislager, baue eine Werkstatt. Okay, hier sind wir, das war die Schleuse, ein Basislager, hier Gebäude, Werkstatt, Halde, lagert bis zu 100 Einheiten, okay, bauen wir mal eine, wir testen es einfach mal, ich versuche das jetzt nicht groß zu strukturieren hier, vom Platz her, wir müssen es einfach mal ausprobieren, obwohl wir müssen aber hier den Weg mit andocken, ne, drehen kann man auch. Ich kann jetzt noch drehen, aber die Entfernung ist hier nicht anders. Also ich kann jetzt nicht zoomen. Ich kann auch schwenken. Schade. Dann bauen wir das Ding jetzt mal hier hin. Aber können das aber auch hier dran docken. Machen wir mal hier oben. Just for fun. Ich habe keine Ahnung. Zum Betrieb benötigt der Sektor eine Halde. Du kannst nun kostenlos eine errichten. Halde klein, lagert bis zu 100 Einheiten eine Ressource. So, wir haben Ressourcenmanagement. Hier sind die Sektoren hier unten links. Was ist das Ressourcenmanagement? Wir haben noch keine Ressourcen, deswegen. Ne? Da kann man natürlich dann aufs Gebäude klicken. Die Werkstatt. Gelagert ist hier nichts. Worker erwartet Befehl. Braucht 2x Strom. Kannst du ein- und ausschalten. Sind 4 Arbeiter wahrscheinlich nötig oder was? Schauen wir mal. Okay, bauen wir mal so eine Halde. Klein. Braucht die Anschluss an den Weg? Ja, sind grüne Pfeile dran. Ah, scheiße. Wir hätten näher ranrücken müssen mit der Dings. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Können wir das Ding nochmal wegnehmen? Das ist schließen. Können wir das Ding mit Rechtsklick irgendwie abreißen? Hier fehlt noch ein Weg. So, jetzt kriegen wir Ressourcen. Lagerung, Vorräte, Transport. Transporter, rote. Ressourcen, Legierungen für Gebäude und der Wartung. Polymer für Raumschiffe und Solarmodule. Elektronik für fortgeschrittene Konstruktionen. Nahrung ist klar für die Bevölkerung. Kyrokapseln für Zuwachs an Besatzungsmitgliedern.
Wissenschaftspunkt für die Erforschung neuer Technologien. Eisen kann umgewandelt werden in Legierungen. Carbon kann umgewandelt werden in Polymere. Silizium in Elektronik. Und Wasserstoff kann umgewandelt werden in Energie. Okay. Eis kann umgewandelt werden in Wasser zur Bewässerung. Abfall kann in andere Ressourcen. Ressourcen müssen in Halden, achso, das sind Lagerhallen, in Halden gelagert werden. Halden können nur jeweils einen Ressourcentyp lagern, okay, und besitzen eine aufrüstbare Höchstkapazität. Eine Halde kann man nicht direkt in einem anderen Sektor interagieren. Du musst die Ressourcen transferieren dann, okay. Dulles hat Vorräte auf der Taiken zugelassen, um den Bau der Stationseinrichtung abzuschließen, um Vorräte zu ernten. Muss eine Ressource für eine Halde ausgewählt werden. Um Vorräte zu ernten, klicke auf das Symbol. Ressourcentransporter bringen denn die Vorräte zur Halde, bis die Quelle erschöpft ist. Müssen wir mal gucken, hier drin haben wir doch keine Quellen, oder? Da. Jede Halde verfügt über spezielle Transporter, zu Beginn 5. Transporter bewegen Ressourcen von Halden zu Orten, die Ressourcen benötigen, okay? Lokale Transporter rot können nicht andere Sektoren erreichen, während Frachttransporter gelb nur den Ressourcentransfer zwischen Sektoren erledigen. Lalalala. Okay. Kriegen wir die Bude hier nochmal weg? Dann können wir noch nicht klicken. Flottenmanagement leuchtet noch. Scheiße, ich wollte den Weg hier gerne nochmal bauen. Nein, wir können noch nicht. Können wir. Sektoren Energieverbrauch. Okay. So, gucken wir mal Flottenmanagement. Mining Ships und Cargo Ships. Minern. Sieht ja fast aus wie die Vulture hier. Bei Star Citizen. Gelb und so meine ich jetzt Gold. Und dann haben wir nochmal einen Cargo Transporter. Mining Ships can only focus one resource. Okay. Das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich die Station jetzt irgendwo hinbewegen, oder? Haben wir hier noch Ressourcen? Vorrat klein. Da ist was drin. Legierungen. Um die verfügbaren Ressourcen einzusammeln, muss dieses Gebäude mit einer aktiven Halde verbunden sein, die Ressourcen lagern kann. Okay, ja. Und wie machen wir das? Bauen. Bau, Wohnen, Quartiere, Gebäude ist eine Andockbucht, Nahrung, Speisesaal, Krankenhaus. Das ist echt wie Dings. Techniklabor. Technologie bauen. Datenabhörsysteme. Resource Management. Bevölkerungsmanagement. Hier sind Straßen. Straßenbauwerkzeug. Jetzt müssen wir hier erstmal schnell was hinmachen. Wie sieht denn das aus hier? Die Drohnen oder wer? Jetzt haben wir hier einen Platz. Gleich eine Wendeschleife. Siehst du? So, jetzt können die auch erreichen. Das sind 4 Arbeiter. Gut. Legierungen. Hier haben wir alles. So, das heißt, wir brauchen eine Straße. Die Eingangspunkte des Gebäudes sind nicht mit Straßen verbunden. Sind das Gebäude? Die müssen wir wahrscheinlich mal abfahren. Wir testen das einfach mal aus, Leute. Verzeiht es mir dann, wenn wir jetzt ein bisschen vielleicht wirre bauen und nicht so strukturiert hier alles anordnen. Wir testen es, wie gesagt, mal aus. Die Halde ist bereit, was aufzunehmen. Dann quellen wir jetzt hier eine Straße hin. Reicht das jetzt als Verbindung? Das heißt, wir beflecken die Station, bebauen die Station, wir nehmen immer die Taiken-Station mit auf unsere Reisen, wenn ich das richtig verstanden habe auch. Metro. Okay, ja, das Symbol ist hier nicht mehr drauf. Das heißt, es geht. Jetzt brauchen wir aber Transport. Wir müssen rote Transporte haben, um das hier rein zu transferieren, oder? Verfügbaren Ressourcen einzusammeln. Ja, ist doch aber verbunden. Oder kommen die jetzt und holen das? Verbunden, Leute. Hier können wir ja schon mal nichts bauen.
Was kostet jetzt gerade das? Straßenbauen? Straßenbauwerkzeug. Kostet das Material? Lass die Haldung, Halde-Legierungen lagern. Ja, das versuche ich ja. Jetzt haben wir kein Material mehr. Rumpfintegrität, Vertrauen. Oh ja, hier haben wir auch Zeitspulen und so. Oh Gott. Das sind die Materialien alles. Das ist wie Frostpunk. Ich hoffe nicht, dass das so stressig wird. Das hat dich bei Frostpunk so genervt, obwohl das ein geiles Spiel ist. Dass das dann irgendwann mal stressig wird. Mach schnell sonst, ne? Ja, wir sind doch jetzt verbunden. Hier, das Rot, das Straßensymbol. Die Eingangspunkte des Gebäudes sind nicht mit Straßen verbunden. Ist aber jetzt der Fall. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Transporter oder was? Flottenmanagement? Cargo. Technology. Wohnen. Ein Quartier. Gebäude. Andockbucht. Speisesaal. Gesundheit. Kann es jetzt sein, dass wir erstmal ein Quartier brauchen? Was haben wir hier? Hier ist auch noch was. Das ist ein Vorrat. Gelagert 20 von 30. Hier ist auch noch was drin. Und zwar Nahrung. Und hier haben wir nochmal Legierungen. Die sind doch auch alle verbunden. Die haben kein rotes Straßenschild. Das heißt, die können doch jetzt erstmal aufgebraucht werden, oder? Lass die Halde Legierungen lagern. Das möchte ich. Es ist nichts drin. Strom ist da, Arbeiter sind da. Muss ich die jetzt befehligen, oder was? Sorry, ich habe Frostbite nicht viel gespielt. Verzeiht's mir. Das ist unsere Andockbucht. Arbeiter. Bevölkerungsmanagement kommen wir noch nicht drauf, okay. Haben wir 85. Optimal. Batteries. Wasser. Wie können wir das jetzt machen? Select a resource type to managed. Ah, jetzt. Aber das kommt jetzt von hier. Aus der Andockbucht, oder was? Ist auf jeden Fall bis jetzt mega. Macht echt Bock. Auch wenn das nicht so ganz mein Genre ist, aber ja. Space und so, wisst ihr doch. So, jetzt sind 30 gelagert. Okay. Sammle 40 Legierungen. Muss ich das jetzt anklicken? Ja. Warum hat das vorher nicht gemacht? Weil wir hier eine Ressource ausgewählt haben. Zack. Rechtsklick, nein. Legierungen sind gewählt. Doppelklick. Wo sind die Autos? Wo sind die Autos? Rechtsklick. Doppelklick. Oder wo sind jetzt die Arbeiter? Wir müssen mal gucken, hier sind noch 30 drin. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen die Demo spielen, Leute. Ne? Das ist ganz klar. Bin ich gespannt drauf. Wir sind auch gleich durch mit unserer ersten Schau mal rein Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr seid auch gespannt. Lasst es mal in den Kommentaren. Gibt es auf jeden Fall derbe Parallelen zu Frostpunk. Wie gesagt, ich hoffe, naja, Vertrauen, die schmeißen dich auch weg. Ja. Wie kriegen wir jetzt das Zeug da rein? Vielleicht sollen wir hier hinten die noch nicht anticken. Vielleicht sollen wir hier vorne die nehmen. Für das Introducen. Ziehen? Nein. Drag and Drop? Nein. Rechtsklick auf das Icon. Aha. Machen wir erstmal Platz hier ein bisschen. Verschwindet das Ding jetzt? Ja, Klimabauplatz, sehr schön. Hier die auch rein. Okay, rechte Maustaste auf das kleine Material-Icon. Dann geht es los. Unseren roten Transporter. Auch in Ordnung. Sehr schön. Wir machen das Ding jetzt voll hier. 80. 90, geht noch nicht.
5 Stück fahren immer. Bisher 5 so LKWs. 90. Ist noch nicht angebunden an die Straße. Aber Platz machen hier. Das was kostet. I have established a connection with Dolus' lead data scientist, Emma Klein. Okay, Administrator, ich habe eine Verbindung mit der leitenden Datenwissenschaftlerin Emma Klein hergestellt. So Leute, wir machen hier erstmal einen Cut. Wir machen jetzt hier die 100 noch rein hier. Dann haben wir erstmal ein bisschen Luft. Das Nahrungslager kommt dann weg. Wahrscheinlich sieht das dann so aus, wenn die von draußen irgendwas abgestellt haben, dann, ne? Sehr cool, Leute. So, es sind 90. Komm her, machen wir die 10 noch rein hier. Und dann ist das gut. Kommt der Roboter? Warte mal, ich das. Oh, jetzt habe ich mich gedreht. Administrator, Mr. Dolus has made it abundantly clear when it comes to security. Given the importance of the tycoon, we must have full control over what is happening inside the station. My name is Emma Klein, Dolos's lead data scientist and member of the Marduk Council. My department have just completed final synchronization between Eden and our data treatment tool, the DLS. The DLS, or data listening system, is capable of scanning, recording, and parsing exchanges of any kind. The DLS programming that is a part of Eden will filter all data collected and bring to your attention only the most relevant information. It will also provide you with a condensed overview of any situations that may arise and formulate potential future outcomes. It will permit you to give direct orders without having to go through additional unnecessary paperwork. Eden will then take care of everything via their DLS accreditation. As is often the case with tools produced by my department, I think you'll find that once you start using the DLS, you'll never be able to do without it. Oh, and before I let you go ahead and start writing history, Dr. Munshie, our lead medical expert, wanted me to bring to your attention a possible side effect of vole jumping. Whilst there's a correlation between prolonged space travel and the development of early onset dementia, he believes that a vole jump has the potential to accelerate this process, although this is yet to be proven. His recommendation is for you to immediately send any crew members that are exhibiting uncharacteristic or symptomatic behavior to an infirmary, as these facilities are equipped to treat the mind as well as the body. Remember that all of your actions and choices are being recorded by Eden. We are not affiliated with any national or even international organization. The only people that you are answerable to are those of us who sit on the Marduk Council, who represent the collective interests and ambitions of the company. Okay, so Leute, hier, das ist unsere Datenbeauftragte hier. Wahrscheinlich dann können wir dann Ressourcen scannen und sowas, denke ich mal, ne, um neues Kram zu kriegen. Und wir brauchen dann natürlich auch ein Krankenhaus. Bei Frostpunk war es die Kälte etc., Überarbeitung, bla bla bla. Hier ist es dann irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, das Jumpen, das Reisen an sich, dann irgendwelche Sachen hier im Kopf macht. Da müssen wir mal gucken. Also auch Krankenstationen für unsere Mitarbeiter etc. Gut, in diesem Sinne, Leute, hier machen wir erstmal einen Cut und machen bei der nächsten Geschichte weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin.